Nachdenkseiten. Die kritische Website. Merz will den Krieg. Der helle Wahnsinn. Ein Artikel von Oskar Lafontaine. Friedrich Merz ist unwählbar. Bisher dachte man, nur der CDU-Verteidigungsexperte Kiesewetter, der den Krieg nach Russland tragen will, sei nicht zurechnungsfähig. Aber offensichtlich denkt Merz ebenso. In der Bundestagsdebatte am Mittwoch sagte er, das geht so nicht weiter. Und wenn Putin das nicht akzeptiert, dann muss der nächste Schritt erfolgen. Und ihm gesagt werden, wenn er nicht innerhalb von 24 Stunden aufhört, die Zivilbevölkerung in der Ukraine zu bombardieren, dann müssen aus der Bundesrepublik Deutschland auch Taurus-Marschflugkörper geliefert werden, um die Nachschubwege zu zerstören, die dieses Regime nutzt, um die Zivilbevölkerung in der Ukraine zu schädigen und zu bombardieren. Zitat Ende, Friedrich Merz. Dabei hätte Merz aus der publik gewordenen Plauderei von drei Bundeswehroffizieren am 19. Februar 2024 wissen können, dass ohne eine entsprechende Programmierung durch Bundeswehrsoldaten die Taurus-Marschflugkörper nicht einsetzbar sind. Merz will also, dass diese Bundeswehrsoldaten mit deutschen Waffen russische Nachschubwege zerstören. Russland ist eine Atommacht. Man stelle sich vor, irgendein Politiker würde vorschlagen, Ministerien in Washington oder US-Militäreinrichtungen zu zerstören. Man würde ihm zu Recht Größenwahn unterstellen. Die Debatten im Deutschen Bundestag sind zunehmend von Verantwortungslosigkeit geprägt und mit Vorschlägen gespickt, die man ohne jede Einschränkung als wahnsinnig bezeichnen muss. Quellenangaben und weiterführende Verlinkungen finden Sie auf www.nachdenkseiten.de oder im Beschreibungstext unter dem YouTube-Podcast. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, SoundCloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.